Ja, Leute, Tag auch wieder bei den Panzerknackern. Das letzte Mal hat es ja nicht so ganz geklappt. Da haben wir ja uns eine Expertin ja zu Rande gezogen, die dann in Wirklichkeit gar keine war. Richtig, richtig. Hat dann nicht mal den Safe aufbekommen, die blöde, nein, die nette Dame. Ich denke mal, wir versuchen jetzt oder müssen den sauren Apfel beißen und werden mal eine andere nehmen. Oder richtig. Einen anderen. Da müssen wir leider nochmal hier gucken. Ups. Die Option wäre noch gewesen, einfach den Safe safe sein zu lassen, aber. Da wird wahrscheinlich zu viel Knete drin sein. Oder Juwelen oder sonst was. Und deswegen versuchen wir jetzt nochmal, dass wir da doch noch rankommen. Richtig, richtig. Hi, da war auch gerade die Polizei im Pub. Dann redst du lieber nicht mit den Leuten, oder wie? Ja, sicher ist sicher. Außerdem war da, glaube ich, keiner, der Ahnung von Saves hatte. Ich nehme mit Elisabeth Schmidt, hat die Ahnung? Saves. Ja, das hat die andere ja auch gesagt. 15%, das klingt gut. Ich glaube nicht, dass sie das kann. Wir gucken mal auf den Prozentwert. Elf, nee. Okay. Ich sag dir, der will, oder der will mindestens 50%, der den Save aufkriegt. Unterste Verhandlungsbasis. Ich nehme 70. Das nehmen wir mit Samuel Rosenblatt. A whole lot. Nee. Ja, im Zweifelsfall müssen wir den Safe safe sein lassen. Also wir müssen doch den irgendwie aufkriegen. A little bit of everything ist nicht genug. Wir brauchen so einen richtigen Hardcore-Experten hier. Miles Chicken Wing. Die Polizei treibt sich auch nur hier. Die Polizei treibt sich ja auch nur in den Pubs rum. Ich würde sagen, wir lassen den Safe stehen. Ja, muss wohl sein. Das ist zwar schade, dann kann man jetzt eigentlich können wir da jetzt nicht einfach den alten Plan nochmal laden oder müssen wir das jetzt. Ja, wir laden den alten Plan. Ja. Würde ich sagen, weil dann müssen wir nicht alles alleine, dann kann die Alte auch mal da die Türen aufmachen. Hätte das vielleicht was gebracht oder hast du. Ich muss ja zugeben, dass ich jetzt die ersten Folgen teilweise noch gar nicht sehen konnte. Ja. Aus ganz bestimmten Grund, ne? Hast du die eigentlich immer mitgenommen, sodass die quasi auch besser geworden ist? Oder. Die hatte ich noch gar nicht, die war noch nie dabei. Ah, vielleicht wäre das gegangen, wenn du die immer mitgenommen hättest und dann wäre jetzt vielleicht, wäre die schon so gut gewesen. Aber ich glaube, die Leute müssen auch entsprechend die Aktivitäten machen, um besser zu werden. Also nur mitnehmen reicht, glaube ich, nicht. Ja, okay. Ja. Hör auf, also tippen. Das hörst du auch, so ein Mist. So, pass auf. Ja, das ist das Schöne an so einem 22-Zoll-Modell, dass man so mehrere Sachen gleichzeitig hat. Ja, die Vorzüge der Technik. Dann hilft sie halt mit, den Rest auszuräumen. Richtig, dann kann die hier schon mal das Bild abräumen. Matt. 8 Minuten. Ja, wir müssen natürlich jetzt erstmal warten, bis das andere Alarmsystem ausgeschaltet ist, sonst können wir da nichts machen. Wann ist er denn fertig hier? 10:28, okay. Warten wir nochmal. 26 Sekunden. So. Gut. Und dann schnappen wir uns hier das Bild. Bild mitnehmen. Kann ich hier aus dem Schreibtisch was nehmen? Desk, ja. Jimmy, take money. Good.
Walk. L24 ist er da. Take, nimmt sie das Bild. Das ist alles noch schön simpel, wenigstens am Anfang. Richtig. Jimmy, zack. 96 Sekunden. Das klingt so einfach, ja, wenn du das so durchplanst. Zack, blub, blub. Warte mal, ich will auch mal, Moment. Guck, wie das bei mir klingt. Also Jimmy jetzt hier, zack. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wobei, ich hab ja so eine G15, so eine Tastatur mit diesem Display. Eigentlich größter Fehlkauf meines Lebens. Dieser Tastenanschlag ist so unpräzise. Also, vielleicht habe ich auch ein Sonntagsmodell erwischt. Aber so mit so Laptop-Tasten, wie du sie hast, so klack, klack, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Und guten Sound. Vielleicht sollte ich mich mal bei Wetten, dass bewerben. Wenn es Wetten, dass hier überhaupt noch gibt, dann. Ich kenne von 100 Tastaturen, erkenne ich den Sound von der Enter-Taste. Und der Eisner muss draufdrücken. Genau, sonst geht's nicht. Ja, das geht nur, wenn du The Clue spielst und dann dieses spezielles Zack, Zack, Zack. Ich brauche immer Zack, Zack, Zack. Ich muss das auch immer genauso sagen, ne? Genau. Und dann muss ich dann auch so ein Mist erzählen, wie die ganzen Leute immer so, ja, das war jetzt ein sehr helles Geräusch und sehr, sehr fluffiger Sound. Genau. Was die mal für Blödsinn da erzählen. So, pass auf. So. 12:50. Matt wartet 20 Sekunden. Ich glaube, das mit den Zeiten bei den Polizeipatrouillen, das wirkt sich darauf aus, wann du den Einbruch startest, weißt du? Dass man das abpassen muss, wenn die Polizeipatrouille gerade vorbei ist. Dass du dann sagst, komm, jetzt starten wir. Das glaube ich auch. So, Margarete macht die Tür zu. Margarete macht die Tür zu. So. Wie, ich hasse das, wenn er das sagt, der Plan ist nicht fertig. Es sind doch alle am Auto. Nee, guck mal, der Rote steht nicht richtig drauf. Ey, das kotzt mich richtig an, ehrlich. So ist das halt früher gewesen, das ist pixelgenau. Ja, du hast ja nicht, ich weiß ja, dass du zwar gerne abonnierst, aber die Videos nicht guckst. Bei Mad TV, bei mir war das genauso. Was soll das heißen? Sender, wenn du da diesen 4-Millionen-Sender kaufen wolltest und diese Maussteuerung ist so schlecht emuliert gewesen, oh Gott. Also, dass ich da nicht durchgedreht bin, grenzt fast an ein Wunder. Es gibt's doch nicht, ey. Wieso geht das denn nicht? Irgendeiner hat sich wahrscheinlich. Jetzt hatte ich kurzzeitig aus Versehen die Aufnahme beendet. Nee, oder? für 5 Sekunden so, aber wir sind wieder on air. Scheiße. So. Kann alles passieren. So, jetzt genau auf dem Auto hier. Na also, jetzt geht's doch. So, wollen wir mal loslegen? Nee, du nimmst doch gerade schon auf. Nicht mit aufnehmen, ich weiß, dass ich aufnehme mit dem Einbruch. Ach so, mit dem Einbruch. Ich hab das gerade gar nicht gerafft. Ja, natürlich. Nein, ich hatte ja gerade die Aufnahmetaste gedrückt. Und dann war fünf Sekunden weg und jetzt, jetzt geht's rein. Ich verstehe das manchmal gar nicht, was du so willst. Aber du bist eigentlich, was das angeht, bist du für mich eh die Koryphäe. So, immer wenn ich denke, Mensch, das ist jetzt so schief gelaufen, das muss man doch neu machen. Kein Problem, wir machen weiter. Also brech ein, wird schon klappen. Jo, los geht's. Was hast du denn? Du kannst aber verraten, was ist denn dein Aufnahmeknopf, dass wir mal wissen, was du mal drückst? Also ich habe ja hier die Raute, muss ich ja auch mal zugeben. Ich habe hier die Dings da, das Circumflex. Circumflex? Ja. Lieber der Escape-Taste? Oder was? Nee, das ist das Ding hier unter der Escape-Taste. Ach das? Nee, das benutze ich viel zu oft. Links neben der 1. Das könnte ich gar nicht benutzen. Das sind doch hier die zwei Augen nach oben. Jeder WoW-Spieler kennt doch den Knopf, ja? Genau der. So, hier, guck. Jetzt geht die Action hier voll ab.
Mhm. Margarete knackt die Tür. Pech hast, wirst du gleich gefangen. So, Peter Brook entschärft die Alarmanlage. So, jetzt können wir hier absahen. Ja, aber der Safe bleibt halt einfach mal... Ja, leider können wir den Safe nicht mitnehmen. Ich erinnere mich gerade, was war das denn für eine Sendung früher im deutschen Fernsehen, wo am Schluss immer so ein riesen Safe war und da mussten sie die Kombination eingeben? War das nicht die 100.000-Mark-Show oder so? Ich erinnere mich dunkel, aber ich weiß auch nicht. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Super. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay, relativ wenig Spuren, das ist schon mal gut. Oh nein. Oh. Das Auto musste jetzt schleunigst loswerden. Richtig. Und das, dabei haben wir es gerade repariert. Oh Mann. Dafür habe ich da so viel Geld reingesteckt, ey. Kannst du es nicht einfach umlackieren oder ist das in dem Fall nicht... Das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir versteuern das am besten. Inspektor Cluedo. Manchmal könnte Inspektor Cluedo ein richtiger Schmerz sein. Sie sind verhaftet im Namen des Gesetzes. Wieso? Ich bin nichts als ein ehrlicher und ehrbarer britischer Bürger, der pünktlich seine Steuern zahlt. Oh Mann, ich hatte wirklich Angst, dass Briggs mich verraten hatte. Ja, der war ja nicht so loyal, ne? Ja, der Briggs, mit dem haben wir ja nichts gemacht. Also jetzt nicht aktiv. Das war ja der am Anfang, wenn du das gesehen hast, weiß ich jetzt nicht. Okay. Sie sind verdächtig, bei mehreren Einbrüchen, die in London verübt wurden, teilgenommen zu haben. Die ganze Aktion war nicht lustig, aber Gott sei Dank mussten sie mich wegen mangelnden Beweisen nach 24 Stunden wieder freilassen. Gott sei Dank, ey. Ist das jetzt gut oder nicht gut? Das ist normal, das passiert immer. Normal. Aber wir müssen jetzt den Wagen versteuern. Ja, das ist. Okay. Du kannst ja mal gucken, ob die Werte jetzt runtergegangen sind. Das wird mich ja mal dann doch mal interessieren. Ja. Und dann weiß ich ja wirklich nicht, was es bringen soll. Nee, nicht wirklich. Ah, siehst du jetzt Conspicuous Appearance? Auffällig. Huiuiui, ja. Ja. Okay. Wir können ja mal aus Spaß für 6 Pfund da Dings hier. Was denn? Nochmal umlackieren lassen und gucken, ob das irgendwas ändern würde. Mit 6 Pfund geht ja. Oder 9 oder was letztes Mal war. Ja. Den Spaß machen wir heute. Da vielleicht auch mal 2 Lackschichten drauf. Ja, 9 Pfund kommen. 9 Pfund, das ist eigentlich auch lächerlich, ja. Komm, machen wir hier, machen wir hellgrün. Eine Spraydose. Oh yeah, das ist mal auffällig. Was hat denn dein Auto für eine Farbe eigentlich? Jetzt müssen wir über. Ich meins ist ja blau. Ja, guck mal, da geht nichts. Nee. Hat nichts gebracht. Meins ist so blau. Meins ist so ein grau, so ein dunkles Graugrün. Ah, okay. Das ist die Farbe, wo man nie weiß, ist es jetzt dreckig oder nicht, ne? Richtig. Das ist ganz gut. So, jetzt hier, ne? Ja, haben wir jetzt sogar genügend Knete, um überhaupt ein neues Auto zu kriegen. 1510 kriegen wir dafür. Oh. Mehr als wir dafür bezahlt haben. Das ist gar nicht so viel. Weil du ja auch eine Menge Geld reingesteckt hast für die Reparatur. Richtig. Aber das müsste man sich mal überlegen. Das überlegt man ja auch im echten Leben, dass man das Auto nochmal so ein bisschen aufbereitet, um dann nochmal so ein Tausender mehr zu bekommen. Hat ja geklappt. Wir haben mehr bekommen, als wir hatten auf jeden Fall. Ja, wir wissen leider nicht, was wir reingesteckt haben, die Reparaturen. Eine Menge. Aber mehr als 500 waren das aber, glaube ich, auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier an Beute noch haben. 1926. Gut, bevor wir jetzt ein Auto kaufen, würde ich erst mal sagen, verkaufen wir den Kram. So. Gucken wir erstmal hier bei der Dings da. Bei der Helen Parker. Painting sagst du 228. Ja, komm, den nehmen wir. Ja, viele Optionen hast du doch da eh nicht, oder? 482 für die Uhr. Das ist auch wenig. Aber die anderen Sachen verscheuern wir, würde ich sagen, bei den anderen.
Zur Vorsicht fragen wir mal wieder Puli. Cartier-Watch sagt er 1005. Hm. Das ist relativ viel. Fragen wir nochmal Meloya. Meloya ist so ein cooler Name. Findest du? Finde ich schon. Cash bietet der mehr. Guck mal hier, der andere 1005 für die Cartier-Uhr, er sagt nur 394. Nö. Ja, das ist wie in Frankfurt auf dem Hauptbahnhof. Bei dem einen kostet 1000, bei dem anderen 50. Ah. Ne, dann geben wir das natürlich mal Puli. Das ist mit meiner guten, netten Art zu kommentieren passiert. Ich bin so ironisch geworden. Finde ich gut. Ich bin echt. Guck mal. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Mit mir. Was? Wie viel Geld? 2271. Ja. Dafür kriegen wir jetzt auch bestimmt den wir uns vorhin nicht leisten konnten, das Auto. Da können wir uns einen Pizzawagen kaufen. Genau. Ich glaube, irgendwann musst du bei mir auch mal Pizza Connection mit kommentieren. Einfach weil du da überhaupt gar keine Ahnung hast. Okay. Und die Leute wollen noch Pizza Connection ich mach sehen. Ich mach da am 23. bei deinem Livestream mit. Kannst du gerne machen. Das ist ja der Test. Da will ich nur gucken, ob die Webcams funktionieren. Aber das Video wird ja erst nach dem 23. oben sein. Deswegen, Leute, es ist alles schon vorbei dann. Okay. So, jetzt hier, komm. Na? Wie hieß denn das Auto nochmal? Opel Olympia klingt aber auch gut. Das ist so teuer. Ja, stimmt. Morris Minor. Alles scheiße. Entweder zu teuer oder zu auffällig. Ich glaube, der Jeep ist auch zu auffällig. 1010 Pounds. Uiui. Militärausführung, 70%. Ja. 70%. Aber irgendwie ist es nicht eigentlich dann doch so ein bisschen egal, weil du hast ja gesehen, die Auffälligkeit ging ja dann auch von 40 auf direkt mal auf 100% hoch. Ja, aber nur, weil die den Wagen festgestellt haben. Okay. Ja, ist scheiße. Ja, das ist ja der hier. Ach, das ist der Wagen, ja. La Pizza. Morris Minor hatten wir ja gerade erst. Das geht nicht. Frontic Streamliner, das ist nicht gut. Ja, was machen wir denn da? Wir haben kein Ausweichmodell mehr. Was war mit Morris Minor? Was hat dir da nicht gefallen? Den hatten wir ja gerade erst. Ach so. Ja. Und wenn du dir einen anderen kaufst, ist das bringt das nichts, weil der uns ja mit dem Autotyp gesehen hat, oder wie? Ich denke mal, weiß nicht, könnt ihr mal gucken hier bei Conspicuous Appearance. Ja. Deswegen klick einfach mal drauf. Das ist doch der, den wir verkauft hatten. Ach so. Da gab es ja noch einen zweiten, oder? Da gab es noch einen zweiten Morris Minor eben in der Liste. Oh, oder habe ich das übersehen? Warte mal, mein Rechner, der rödelt hier gerade voll rum. Muss mal dein Windows neu installieren. Was ist denn hier los? So. Ja komm, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, bevor das hier noch rumzuckelt. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal und ja, bis zum nächsten Mal. Okay, ich verabschiede mich mal. Ciao.